Katzelein, nicht gleich wieder wegschwimmen. Bleib mal beim Volker. Hallo, bleib mal hier. Da ist der Papaschwan, Mamaschwan und die Kinder. Oh, ist das schön heute. Die kamen gerade angeschwommen. Die wollten sich mal wieder mit mir unterhalten. Nicht schön, ne? Heute ist aber auch ein tolles Wetter. Und hier schöne Seerosen. Und die Schwanfamilie. Mama, Papa, Kinder. Das sind übrigens die, ist die Familie, die Fes und Bug hatte mal vor ein paar Jahren. Habe ich begonnen, die Kinder mit Namen zu benennen. Und die hatten nur zwei, also hatte ich gesagt, das ist Fes und Bug. Und dann hatten sie mit mal nochmal zwei im nächsten Jahr. Die hatte ich dann Fes und Bug 3 und 4 genannt. Und dann mit mal hatten die 5 Kinder. Und mit mal hatten die 8 Kinder. Dieses Jahr hatten sie auch 8. Aber zwei sind schon wieder weg. Ja, die werden dann auch mal gefressen. Wir haben hier Hechte und Marderhunde und Füchse. Und die fressen natürlich dann auch sowas. Das ist halt Natur. Aber schön, also gefällt mir sehr gut. Und das sind 6 Stück. Wunderbar. Sehr schön. Dahin sind auch welche, ganz hinten. Sieht man jetzt nicht. Die haben auch Junge. Die haben auch Junge dabei. Und weiterhin sind noch welche. Ich denke, dass wir so 20 Junge dieses Jahr haben. Maximal 25. Und da gibt es wieder was durch den Winter zu füttern. Ich fütter die ja immer. Durch den Winter natürlich, im Sommer nicht. Und im Winter kommen 100 Schwäne zur täglichen Fütterung. Und die kommen zum ersten See. Wir haben ja 7 Seen, alle sind in Reihe gesetzt und miteinander verbunden. Deshalb ist das Wasser auch immer frisch. Das ist kein stehendes Gewässer. Es fließt immer vor sich hin und geht dann weiter in Richtung vorne in einem Bachlauf in Richtung Dasso. Das sind 6 Kilometer und dann von Dasso aus geht es nochmal weiter nach Travemünde. Das sind auch nochmal 6 Kilometer, also 12 Kilometer von hier bis Travemünde in die Ostsee. Da geht das Wasser hin. Schön, ne? Wunderbar. So, das war's schon mal. Mein Hachiko ist auch hier. Komm mal her, mein Schatz, wo bist du denn? Ich muss dich doch auch mal filmen. Hier ist er von hinten, ne? Da ist mein Hachiko. Der ist auch dabei. So, da kommt Papa Schwan wieder. Ja, willst noch mal Tschüss sagen, ne? Ja, wunderbar. Er kennt mich jetzt fast 9 Jahre. Ist natürlich total friedlich, auch wenn er auf dem Weg ist. Wir tun uns beide nichts. Auch der Hund ist nicht in Gefahr bei ihm und umgekehrt auch nicht. Hachiko tut ihm auch nichts. Heile Welt! Und dahin sind noch Schwäne, wie ich schon gesagt habe. Und weiterhin sind die Jungen. 2, 4 sind auch 5 oder 6, sehe ich von hier. Ja, ganz toll, ne? Weiterhin sind noch welche. So, das war's, liebe Freunde, und tschüss.